Ein unglaublicher Vorfall. Der Börsengang der Ant Group. Es hätte das größte IPO aller Zeiten werden sollen, ist dann aber 36 Stunden vorher abgesagt worden. Warum eigentlich? Wer hat was gegen die Ant Group? Und was heißt es jetzt für die Aktie der Alibaba Group, dem Schwesterkonzern? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Für die Finanzwelt war es ein absoluter Schock. Die Ant Group, der Betreiber von Alipay, die hätte an die Börse gehen sollen, hätte 37 Milliarden Dollar einsammeln sollen, es hätte das größte IPO aller Zeiten werden sollen. Noch größer als Saudi Aramco, ein Börsengang der Superlative. Alles war am Start, alle waren begeistert. Zig Millionen Chinesen wollten Aktien zeichnen für 3 Billionen Dollar. Aber plötzlich, aus heiterem Himmel, ist das Ganze geplatzt. Und zwar 2 Tage vor Handelsbeginn. Das ist jetzt alles schon ein paar Wochen her, aber wenigstens wissen wir jetzt ein bisschen mehr über die Hintergründe von dem Ganzen und können das halbwegs einordnen. Und wichtig ist das Ganze natürlich vor allem für die Aktionäre von Alibaba, dem Schwesterkonzern. Da wollen wir ja wissen, wie groß ist jetzt der Schaden und womit müssen wir da rechnen. Vorher kurz noch in eigener Sache. Ich habe vor einiger Zeit ja gesagt, ich brauche für meinen Kanal einfach mehr Abonnenten. Und wenn das mit Aktien nicht klappt, dann mache ich eben hier Beauty-Tipps oder sowas. So, dass es mir auf die Füße fällt, früher oder später hätte ich mal ja denken können. Was ganz gut war an der Sache, es haben sich etliche Zuschauer neu angemeldet beim Kanal. Herzlichen Dank dafür schon mal. Es mehren sich aber natürlich auch die Stimmen, die jetzt sagen, Hurra, endlich Schönheitstipps. Oder aber auch, was ist es mit dem Beauty-Kanal? Ich habe mich extra dafür angemeldet. Was also tun? Die Lösung, die kommt vom Zuschauer Jonas XY. Der schlägt hier vor, unbedingt mehr zu Beauty in Kombination mit Börse. Ein wahrhaft salomonischer Kommentar und im nächsten Jahr werde ich das auch mal so ausprobieren. Weil ja auch gerade in den Schwellenländern das Thema Beauty oder Wellness oder Healthcare ja auch absolut sowieso im Kommen ist. Und was hätten wir da für Aktien? Wir hätten zum Beispiel einen Technologieführer im Bereich Brustimplantate in den Emerging Markets. Und ich sage bewusst Technologieführer, weil das Thema nämlich vom medizinischen Standpunkt her alles andere als trivial ist. Die Zeiten, in der sich die Frauen irgendwelche Gummibälle einsetzen lassen, die sind schon lang vorbei. Ich hätte auch schon Ideen, wie man das Ganze optisch auch relativ interessant gestalten könnte. Muss allerdings noch mal mit unserer Grafikerin reden, ob die meine Begeisterung auch teilen würde. Es gibt aber andere Dinge auch noch. Es gibt zum Beispiel in Hongkong einen Hersteller von Lasern für plastische Chirurgie. Dann auch Thema künstliche Befruchtung, ganz wichtig gerade. Augenkliniken auch und so weiter. Mit anderen Worten, wir haben in dem Bereich sehr viele interessante Aktien eigentlich. Und Sie haben es selbst in der Hand, wie es hier weitergeht. Also einfach Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Dabei dann natürlich immer auch auf die Glocke drücken. Dann kriegen Sie nämlich auch mit, wenn diese Videos dann auch da sind und alle anderen Videos von mir auch. Und ich bedanke mich dafür schon mal herzlich. Das ist die Aktie der Alibaba Group. Kursentwicklung 12 Monate in Euro. Man sieht hier ganz gut, wie sich das alles ausgewirkt hat mit dem Ant Group IPO. Sie ist durchgehend gestiegen von März bis November. Wunderbarer Aufwärtstrend. Dann Anfang Oktober die Nachricht, das IPO der Ant Group ist geplatzt. Und zack. Kursrutsch von 270 Euro runter auf 215 Euro und da ist sie jetzt im Grunde immer noch. Und es ist auch kein Wunder, die Ant Group hätte ja eine Bewertung haben sollen von 320 Milliarden Dollar. 33% von der Ant Group gehören Alibaba. Das heißt, allein der Anteil an der Ant Group wäre ja schon 100 Milliarden Dollar wert gewesen. Und jetzt sind alle ein bisschen ratlos und fragen sich, wie geht es jetzt weiter? Um hier noch ein Missverständnis auszuräumen.
Die Ant Group ist keine 100% Tochter von Alibaba. Das hat Alibaba auch nie behauptet. Sie war mal eine 100% Tochter. Sie ist ja hervorgegangen aus Alipay, dem Bezahldienst von Alibaba. Alibaba war ja auch früher schon mal an der Börse als Alibaba.com von 2007 bis 2011. Und da war Alipay damals noch mit drin, wurde dann aber ausgegliedert plötzlich. Und es gab einen Riesenaufschrei, vor allem bei den Großaktionären, bei Yahoo und bei Softbank, die zu Recht gesagt haben, wir verlieren damit ein entscheidendes Asset durch diese Ausgliederung. Und Jack Ma, der Gründer, der hat aber gesagt, geht leider nicht anders wegen der chinesischen Finanzregulierung. Alibaba.com ist dann privatisiert worden und 2015 kam dann plötzlich die Alibaba Group wieder an die Börse, allerdings ohne Alipay. Die meisten, die hier Videos machen zu Alibaba, die wissen das natürlich nicht, weil sie damals einfach noch zu klein waren. Aber erst 2019 ist Alibaba wieder eingestiegen bei der Ant Group und hat da 33% der Anteile gekauft. Das Ganze war also eine sehr bewegte Geschichte mit der Ant Group. Und dieser geplante Börsengang jetzt, der hätte natürlich Alibaba auch aufgewertet. Aber warum ist er denn geplatzt? Die erste Vermutung in den Medien war, dass die chinesische Regierung Jack Ma einfach mal eine kleine Lektion erteilt hat und dass der Präsident Xi Jinping persönlich dafür gesorgt hat, dass das IPO gestoppt wird. Jack Ma sei denen zu mächtig geworden und auch zu unbescheiden. Klar, er ist Multimilliardär, er kontrolliert irgendwie 50% vom chinesischen Internethandel, er kontrolliert außerdem einen der größten Finanzkonzerne da. Und er hat auch kurz vor dem Listing eine Rede gehalten in Shanghai, die vielleicht auch ein bisschen zu gewagt war. Es ging dabei um Bankenregulierung. Da haben wir das Thema wieder. Die Rede war eine Art Rundumschlag eigentlich. Also er hat zum Beispiel die Basel-Aufsicht bezeichnet als Altherrenclub, der nur dem alten Bankensystem im Westen gerecht wird, aber nicht dem neuen Bankensystem in China, das sich noch entwickeln muss. Und dem chinesischen Bankensystem, dem hat er vorgeworfen, dass seine Pfandleihmentalität vorherrsche. Im Grunde seien das also alles mehr oder weniger noch Pfandleihhäuser, aber es gehe da nicht wirklich um Kreditmanagement. Darüber waren einige wütend, vermutlich. Aber ob das reicht, dass man da eben mal so ein IPO stoppt, das ist ja schon die Frage. Es war ja schon genehmigt und alles und das heißt ja auch Reputationsschaden für den Finanzplatz. Aber seine Rede, die er damals gehalten hat, die trifft natürlich schon irgendwo einen Kern, weil es geht im Kern um den Konflikt zwischen Firmen, wie der Ant Group und den chinesischen Großbanken. Und die sind staatlich. Wir können uns das hier vielleicht nicht so vorstellen, weil es sowas wie die Ant Group bei uns nicht gibt in der Größe. Aber sie ist inzwischen riesig. Alipay ist mal das eine. Damit hat man den Zugriff auf die Kunden. Sind über 700 Millionen momentan. Aber denen hat man dann natürlich auch Finanzdienstleistungen verkaufen können. Und dieses Geschäft, das ist explodiert. Es gibt zum Beispiel da einen großen Geldmarktfonds von der Ant Group, der ist innerhalb eines Jahres aufgestiegen zum größten Investmentfonds in China, verwaltet heute 170 Milliarden Dollar. Und noch wichtiger momentan das Kreditgeschäft, der wichtigste Bereich inzwischen. Die Ant Group hat an 500 Millionen Kunden Konsumkredite ausgereicht in Höhe von 260 Milliarden Dollar und dann nochmal 65 Milliarden Dollar an Kleinunternehmen, weil sie so gut wie unreguliert war. Und in den Staatsmedien sind sie dafür schon öfter bezeichnet worden als blutsaugender Vampir oder auch als Monster, das da herangewachsen sei, weil es Gesetzeslücken gibt. Und durch die neue Regulierung, die jetzt aber gekommen ist, ein paar Tage vor Börsengang, dadurch ist das jetzt vorbei. Und die Gewinner dieser neuen Regulierung und die Gewinner von diesem geplatzten IPO auch, das sind ganz klar die klassischen chinesischen Banken. Und darum wundert es mich auch so, dass sich hier bei uns kein Mensch für chinesische Bankaktien interessiert. Zum Beispiel die ICBC, die größte Bank der Welt, die hat am Freitag die Aktie in Frankfurt ein Handelsvolumen gehabt von 2.360 Euro. Also absolut lächerlich.
Es sind die größten Banken der Welt. Sie sind stabil. Sie sind die Stützpfeiler des chinesischen Wachstums. Sie haben KGVs von unter 5 und sie haben Dividendenrenditen zwischen 6 und 8% in der Regel. Und über diese chinesischen Bankaktien, da können Sie jetzt aber mehr erfahren in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Reports von uns, die sind auch gratis, die bleiben auch gratis und Sie tragen sich dafür nur einmal ein auf www.zukunfts-märkte.de und dann kriegen Sie regelmäßig solche Reports und Analysen von uns. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Jedenfalls sind die chinesischen Banken konservativ eher. Sie haben aber auch immer argumentiert, naja, das, was die Ant Group da macht, das können wir eben nicht. Wir sind zu streng reguliert, wir müssen zigmal mehr Eigenkapital vorhalten für die Kreditvergabe und das ist sehr unfair. Und das hat jetzt wohl eben auch Gehör gefunden. Die Ant Group hat immer argumentiert, wir sind doch nicht Konkurrenten der Banken, wir sind doch Partner, wir vermitteln doch bloß. Aber es funktioniert eben nicht ganz so, weil ein Teil dieser Kredite eben auch verbrieft war und weil Kunden der Ant Group über diese Kreditplattform auch schon Geld verloren haben. Und ganz abgesehen davon ist die Aufsicht jetzt wohl auch der Meinung, wegen dieser riesigen Volumina, die da vermittelt werden mittlerweile und eingesammelt werden, dass die Ant Group eben auch schon ein systemisches Risiko ist. Darum die neuen Regularien. Bis jetzt hat die Ant Group 2% von dem ausgereichten Kreditvolumen selber vorhalten müssen als Eigenkapital. In Zukunft sollen das aber 30% sein. Und das ist für dieses Geschäft ein absolutes Desaster. Und es war dann eben auch völlig klar, nachdem diese Regularien rausgekommen sind, kurz vorm Börsengang, dass die Aufsicht diesen Börsengang absagen musste. Weil das Geschäftsmodell war dadurch so beeinträchtigt, dass das, von dem die Anleger ausgegangen sind vorher, dass das einfach nicht mehr gegeben ist. Und wenn die Regularien jetzt so bleiben, wenn sich daran nichts mehr ändert, und so sieht es zurzeit auch aus, dann kann die Ant Group zwar natürlich trotzdem noch an die Börse gehen nächstes Jahr, aber der Börsenwert, der wird nicht im Ansatz so hoch sein, wie man dachte und wie er jetzt gewesen wäre, wenn sie jetzt an die Börse gegangen wären. Aber naja, stellen Sie sich vor, der Börsengang hätte trotzdem stattgefunden und Sie hätten dann vielleicht auch Aktien gekauft in den Tagen danach und die Regularien wären dann danach gekommen. Dann wären Sie jetzt unter Umständen eben auch schon 40-50% im Minus. Insofern besser so vielleicht als umgekehrt. Aber wen das Ganze natürlich getroffen hat, das sind die Alibaba-Aktionäre. Und da stellt sich schon die Frage, hat die Aktie das jetzt mittlerweile verdaut und ist sie wieder kaufenswert? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Anleger, das mit der Ant Group, diese ganze Sache, dass die das noch ein bisschen zu optimistisch sehen. Also manche glauben ja immer noch, naja, war ein kleiner Schuss von Bug, von der Regierung, aber nächstes Jahr, da kommt das IPO und es wird wieder genauso super. Da bin ich, wie gesagt, etwas skeptischer. Und außerdem sind wir natürlich auch in einer Marktphase, in der Technologiekonzerne sowie die Alibaba Group auch skeptischer gesehen mittlerweile. Ich glaube aber trotzdem, Alibaba ist immer noch relativ attraktiv. Wir haben jetzt einen Börsenwert von 720 Milliarden Dollar, das ist viel. Sie haben aber schon 130 Milliarden Dollar verloren im Zuge dessen seit Anfang November. Wir haben gesagt, der Anteil der Ant Group wäre 100 Milliarden Dollar wert. Jetzt ist er vielleicht noch 50 Milliarden Dollar wert. Damit ist das Ganze wahrscheinlich eingepreist. Außerdem, KGV liegt jetzt ungefähr bei 25, so ungefähr, auf den Gewinn, der für dieses Jahr erwartet wird. Das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig teuer für einen Konzern wie Alibaba zumindest. Alibaba hat eine Wahnsinnsmarktposition, Alibaba wächst noch, Alibaba hat neue Geschäftsmodelle auch, die Cloud-Dienste zum Beispiel, die jetzt auch langsam in die Profitabilität reinkommen. Insofern würde ich sagen, Alibaba ist nicht uninteressant. Kurzfristig gibt es vielleicht Enttäuschungen, kann sein, dass man die Aktie noch billiger kriegt in den nächsten Monaten, aber auf mittlere Sicht würde ich sagen, keine schlechte Aktie. Aber wie schon oft gesagt hier, ist keine Empfehlung, ist meine persönliche Meinung. Machen Sie nichts, nur weil es jemand auf YouTube sagt, sondern bilden Sie sich immer selber eine Meinung zu solchen Aktien. Und nächste Woche geht es hier
um den Aktienmarkt an sich, um ein relativ großes Thema, nämlich 40 Jahre Bullenmarkt. Seit 40 Jahren geht es an den westlichen Börsen eigentlich bergauf, mit Unterbrechungen natürlich, aber es geht steil bergauf. Geht das jetzt zwangsläufig so weiter, weil Aktien einfach alternativlos sind, weil man Aktien haben muss, oder kommt irgendwann zwangsläufig doch der große Krall? Knall, meinte ich. Am besten, Sie sind wieder dabei nächste Woche, Kanal abonnieren, machen Sie sich ein kleines Geschenk mit dem Kanal und mit unseren Zukunftsmärkte-Reports diese Woche zu dem chinesischen Bankensektor. Kostet Sie ja auch nichts. Bis nächste Woche, bleiben Sie gesund. Dankeschön fürs Zuschauen.